Hallo zusammen und willkommen zurück hier wieder auf der Ravensberg im Lohner-Projekt. Ja, er hat mir wieder ein bisschen Probleme gemacht. Er ist zwar Richtung Drescher, Richtung Anhänger gefahren, aber er hat nicht abgeladen. Jetzt will ich mal noch mal was gucken. Wo hatten wir hier die ganzen Einstellungen? Entlade Drescher im Vorgewinde habe ich deaktiviert. Da bin ich mir nicht sicher, was das bedeutet. Ich werde aber jetzt einfach mal die Anhänger auf das Feld stellen. Vielleicht funktioniert es dann ja. Das heißt, den packen wir mal hier hin. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob es dann besser wird oder nicht. Oh. Das war schon wieder sehr knapp, beziehungsweise ja, zu knapp. Kleine Kollision passiert. Wie gesagt, jetzt kann eben wirklich das Problem gewesen sein, dass wir eben außerhalb vom Vorgewende gestanden ist, außerhalb vom Feld stehen. Deswegen jetzt einmal die hier drauf. So. Komm, dann würde ich sagen, machen wir hier mal den Helfer raus. Dann tun wir mal ein bisschen Freihand grubbern. Zumindest hier das eine Feld noch fertig. Machen hier schnell. Es dürfte ja auch nicht mehr viel sein. Das war das hier. Da sind wir bei 90%. Ja, komm, das ist ja gleich gemacht. Und das andere war dann 44. Ne? Genau. Da lassen wir dann aber wieder den Helfer ran. Ja, und wenn man guckt, wir sind schon wieder bei 15 Uhr. Das heißt, es geht schon hart wieder Richtung Nacht zu. Das ist ja, wenn man ein bisschen was zu tun hat, geht das wirklich rucki zucki. So, wir machen mal hier mit Spurreise an sogar. Vielleicht wird's, na gut, das bringt eigentlich auch nicht so wirklich was. Ja, immer noch sollte aufgetankt werden. Ich weiß, ich habe es vergessen. Müssen wir dann irgendwann mal. Ich hoffe, dass er die Ernte noch durchhält. Und dann könnten wir uns darum kümmern. So. Ich hoffe mal, dass wir mit dieser Bahn hier dann, ja, werden wir auf jeden Fall fertig. Wenn wir jetzt schon bei 98% sind, können wir gleich die Maschine ausheben und hoch auf den nächsten Acker. Hier arbeiten wir aber mit CP, würde ich sagen. Wegen der komischen Rundung da oben ist das, glaube ich, sinnvoller. Wir lassen es jetzt mal bei weichem Vorgewende. Erster Wegpunkt. Mach mal. So, ja, du bist dabei. Ich hoffe mal, wie gesagt, ich würde es gerne noch checken, ob das klappt mit dem Abladen. So, haben wir hier noch irgendwo was Interessantes? Wir können ja schon mal gucken bei den Erntemissionen. Ansonsten akzeptieren wir mal wieder noch ein paar Geschichten,
die wir dann abbrechen. Sehen, sehen. So. Abbrechen. Flügen abbrechen. Sehen, brechen wir ab. Das brechen wir ab. Das brechen wir ab. So, gruppern, 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 ernten, sehen. Ja. Ballen, ernten, ja gut, das sind wieder. Es tut sich aktuell nicht wirklich was. So, und hier warte ich wirklich, ob das klappt. Mal gucken. Der Kollege hier macht auch erstmal das, was er machen sollte. Das ist Feld 44. Druck F44 mit 4 Meter. Passt. So, machen wir hier weiter. Wieder jede Menge Seemissionen, die wir annehmen werden. Und dann wieder abbrechen. Es ist einfach in der Hoffnung, dass wir dadurch die eine oder andere neue Mission bekommen. So, gucken wir mal. Gruppern, gruppern, sehen, ernten, ernten. Ja, hat sich immer noch nichts weiter getan. So, er ist bei 75%. Da würde ich sagen, beobachten wir einfach mal ein bisschen. Gut, ich weiß, eigentlich sollten wir selbst arbeiten, aber es ist jetzt halt erstmal so. Ja, du hast keinen Zugang zu diesem Land. Ist doch egal, was wir haben oder was wir nicht haben. So, na, wie weit sind wir? 83. Komm, das schaffen wir doch noch. Der muss voll werden und der muss dann auch automatisch abtanken. Und wenn er automatisch abtankt, dann würde ich trotz allem den Drescher dann erstmal selbst übernehmen. Aber ich will es einfach mal sehen, dass es funktioniert. So, Kollege, du bist bei 95%, 96, ja. Das Ende der Bahn wirst du gerade noch so erreichen. Ja, guck, er dreht schon ab. So, jetzt wird es wieder spannend. Er ist letztes Mal ja nur hingefahren und hat dann einfach Curseplay ausgemacht. Wir gucken mal, noch ist CP an. Er dreht. Das sieht schon mal gut aus. Jetzt funktioniert es. Komisch. Ja, manchmal muss man es einfach nicht kapieren. So, das heißt aber, wir entlassen den, machen das weg, machen schon mal GPS an. Ah. Wir brauchen doch, glaube ich, Nord-Süd ist besser.
Und es läuft. So, leer sind wir. Passt das? Ups. Ja, sieht gut aus. So. Dann ackern wir uns jetzt mal hier durch das Feldchen. Ja, das ist doch noch eine ganz schöne Ecke, was wir hier vor uns haben. Aber bevor wir jetzt hier ganz arbeitslos rumstehen, ist es, glaube ich, sinnvoll, ein wenig selbst zu fahren hier. Ich glaube, dass das mit eines der größten Felder sein dürfte, oder? Wenn ich mir das so angucke, die 39, 5,81. Na gut, hier haben wir 8, das sind 5, das sind auch 5. Ja, das sind einige so in dem Dreh, aber doch. Muss man auch erstmal bewirtschaften können. Da sind wir ja mit dem 6-Meter-Schneidwerk schon fast ein bisschen klein, muss ich sagen. Aber solange wir keine größeren Einnahmen haben, bleibt es halt auch da dabei. Klar, ich würde gern mit einem 8900er Lexion hier längs fahren mit 1350 oder mit einem New Holland 1090 oder so in den Dreh, aber ja, woher nehmen, wenn nicht stehlen? Weil so ein Drescher inklusive Schneidwerk, da sind wir ja locker über 500.000. Und dann müssen wir uns lieber erstmal mit diesem kleinen Vieh hier rumschmeißen. Zur Not vielleicht irgendwann sogar einen zweiten von den Klaas uns holen. Weil der ist halt doch günstig. Und dann lieber zwei kleine, wo wir dann im Grunde auch 12 Meter Arbeitsbreite haben. Das macht es, glaube ich, einfacher als einen Riesendrescher nachher zu haben. So. Ja. 2,5 Bahnen und wir sind zum Drittel voll. Ne, anderthalb, oder? Nee. Runter, hoch, runter. Ja, es geht auf jeden Fall schnell. Sagen wir es mal so. Wir füllen uns zügigst. Nehmen wir gleich diese eine Bahn hier noch links von uns. Und ja, dann gucken wir mal weiter. %. Ja.
So, wir können ja mal gucken, wie weit der Kollege drüben mit den Grubbern ist. Er ist auch schon bei 35%. Ja, das läuft doch. So, wir haben sonst noch nichts Neues an Missionen bekommen. Ja. Ja, ich denke mal, wir werden in diesem Ingame-Tag eh diese beiden Missionen nur noch abschließen. Dann werden wir schlafen gehen. Und am nächsten Morgen sehen wir dann, was es Neues gibt. Ja, immer du hast keinen Zugang zu diesem Land. Sobald wir hier ein bisschen rausfahren. Ja, geht doch. So. Ja, gut, ein bisschen Zeit haben wir noch. Ich denke, wir werden gleich noch einmal abladen können. Und dann sind wir auch schon wieder am Ende für heute. Ja, die Zeit, die rennt einfach, wenn man ein bisschen was zu tun hat. Aber so soll es ja auch sein. Ja, ich glaube nicht mal, dass wir noch die Bahn hier zu Ende schaffen. Und wenn, dann jetzt aber sehr knapp. Oder? Ja, reicht sogar perfekt. So, dann laden wir noch schnell einmal aus. Das können wir wegmachen. So, gucken wir mal, da wird nicht mehr viel reinpassen in den Anhänger hier hinten. Der dürfte dann voll sein. Jo. So, weiter geht's auf den nächsten. So, aber ihr Lieben, damit sind wir erstmal fertig. Da packen wir uns dann morgen früh oder morgen früh, morgen Mittag wieder an mit weiterarbeiten. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Lasst gerne das Däumchen da, ihr kennt das ja. Und ja. Morgen 12 Uhr geht's weiter hier. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder reinschaut. Bis dahin, macht's gut und tschüss.